hat Vic sich inspirieren lassen. Wovon ich jetzt rede, fragt ihr euch jetzt. Also, ja, ich war am Entspannen und habe etwas in meiner Abo-Box gesehen. Vic hat ein neues Video hochgeladen. Ich drück drauf und dann habe ich natürlich sein Dings gesehen. Sein Thumbnail. Was ich dann zu Gesicht bekomme, ist das. Bekomme ich zu Gesicht. Das. Naja, jetzt würdet ihr sagen, ja, aber Luca, was ist jetzt daran so schlimm? Naja, das ist ein Next-Next-Bot-Video. Analysieren wir mal Vic's Thumbnail. Im Hintergrund ein Next-Bot, auch genannt in Videospielen Gegner. Außenrum Running-Effekte. Das ist also ein Effekt, wenn man wegrennt, dann fügt man halt dann dieses Effekt ein, wenn man möchte. Und dann im Vordergrund Vic, wie er versucht, wegzurennen. Analysieren wir mal mein Thumbnail. Da sehen wir dann im Hintergrund ein Bockblinden und ein Leune. Auch genannt in diesem Spiel Gegner. Außenrum Run-Effekte und dann ich, der versucht, vor diesen Gegnern wegzurennen. So. Jetzt würden aber Leute in die Kommentare schreiben oder sagen oder behaupten, ja, aber Luca, vielleicht hast du dich ja von Vic inspirieren lassen. Gucken wir uns mal an, wann mein Video veröffentlicht wurde. Mein Video wurde am 9.7. veröffentlicht. Am 9.7. Gucken wir mal Vic's Video an. Da sehen wir, dass das am 13.9. veröffentlicht wurde. Gestern, also zur Zeit dieser Aufnahme, wo ich das hier gerade aufnehme, ist das gestern passiert. So, was wir jetzt aber sehen, Platz 47 auf Trends in der Kategorie Gaming. Hat 54.000 Aufrufe, ein gutes Like-Dislike-Verhältnis und so gut wie 200 Kommentare. So, analysieren wir mein Video, wie gut das angekommen ist. Hat, ja okay, ein kleines, aber gutes, trotzdem gutes Like-Dislike-Verhältnis. Hat 134 Aufrufe und 6 Kommentare. Das heißt, er hat sich nicht kontaktieren lassen. Ich meine, guckt euch das an. Es ist in den Trends. Es ist in den Trends. In den Trends ist das. Natürlich kann es auch sein, dass es Zufall gewesen wäre. Ja, aber das existiert bei mir nicht. Also Zufall ist das. So, und jetzt das Doofe ist, er hat sich nicht kontaktieren lassen. Also, er konnte eigentlich einfach mich kontaktieren und fragen, hey, kann ich mich von deinem Thumbnail inspirieren lassen? Dann hätte ich vielleicht auch ja gesagt. Von mir aus konnte er auch in einer seiner Videos fragen, ey, Osinako, kann ich mich inspirieren lassen? Oder auch in einem Stream Bescheid sagen oder fragen, meine ich, oder auf Instagram Instagram fragen. Hat er nicht gemacht. Es ist halt schon kacke, wenn du mein Thumbnail, wenn du dich inspirieren lassen tust von mir, aber dann nicht sagst, von wem du es inspirieren lassen hast. Was du jetzt machen kannst, um dich zu entschuldigen. Es wäre echt cool, wenn dieses Video dir empfohlen wird oder ein Zuschauer dir es zuschickt oder ähnliches. Es wäre wirklich cool, wenn du dann auf mein Video reagieren würdest. Also nee, wirklich, ja, ich weiß, das hört sich jetzt so an. Imagine, ich machte. Das hört sich jetzt so an, dass ich jetzt nur auf Abos und Aufrufe geier. Aber du hast diese dreiste Aktion gebracht und dafür, und damit kommst du jetzt nicht einfach so davon. Dich zeugen. Ich drohe dich jetzt. Was du jetzt machen kannst, um das jetzt zu verhindern, ist jetzt zu machen, entweder auf mein, was ich jetzt nicht so gerne will, dass du
Du verdienst ja mit diesem Video sicherlich Geld. Und du mir halt ein bisschen von den einem Namen mir gibst, das ich lieber nicht will. Weil, nein. Was ich eher will, ist, dass du auf mein Video reagierst. Und dann sagst, abonniert Usinako. Und dann ich dann vielleicht entweder mehr oder weniger mehr auf Abonnenten und Aufrufe generiere. Ich weiß, klar, ich weiß, es wirkt jetzt sehr Abo-geierig, nennt man das so? Und Aufrufe-geierig. Entweder du machst es oder du machst es nicht. Sonst werde ich hier dich striken. Das soll es vom Video gewesen sein. Und ich hoffe, ihr würdet mich eventuell liken und abonnieren. Natürlich auf Abos geiern. Ich meine, Leute. Nein, Spaß müsst ihr nicht machen. Nein, 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 ich nicht. Nein, nein, nein. So. Müsst ihr natürlich nicht. Aber es freut mich, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Vielen Dank fürs freundliche Zusehen. Und dann tschüss. Bis zum nächsten Video. Thank you.